Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartefahrt, eine Runde in die Miniwelt. Der Tech-Bote hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Weil ich für sowas nicht alleine antun kann, sichere ich mir mit rein. Links zum Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zum Einzelfahrt-Kanal, falls alles gesperrt wird, würde mich freuen, wenn ihr dort nochmal raushauen würdet, als auch den Link zu meinem David-Art-Kanal, wo ich meine Comic-Seite nochmal geben könnt. Als auch den Link zu meinem Twitter-Kanal, wo Kurznachrichten und Hülle und Fülle zu sehen gibt. Und diese Meldung trägt den Titel Kirchheim. Ein Teil des Nautilus-Teams werden. Und ich würde mal sagen, fangen wir nicht lange drum rum. Los geht's. Die Stiftung Tragwerk bietet FSJ-Stellen im Programm für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung an. Und schon der erste Satz ist falsch, das muss natürlich heißen. Die Stiftung Tragwerk bietet FSJ-Stellen im Programm für autistische Kinder an. Und zweitens, kommt nicht mit Störungen an. Lass das bitte weg. Aber es geht leider weiter. Nautilus-Klassen nennt die Kirchheimer Stiftung Tragwerk ihre Klassen, in denen Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen unterrichtet werden. So, jetzt wird das korrigiert, es muss natürlich heißen. Nautilus-Klassen nennt die Kirchheimer Stiftung Tragwerk ihre Klassen, in denen autistische Kinder unterrichtet werden. Weiter geht's. Zwei dieser Klassen sind in der Erzbergschule in Nürtingen untergebracht. Neben Sonderpädagogen sowie sozial- und heilpädagogischen Fachkräften leisten jedes Schuljahr auch zwei Freiwillige ihren Beitrag. In diesem Schuljahr absolviert hier unter anderem die 19-jährige Lea Stork ihr freiwilliges soziales Jahr, kurz FSJ. Wir FSJler sind morgens immer im Unterricht dabei und kümmern uns um die Bedürfnisse der Kinder, während die Lehrkraft unterrichtet, erzählt Lea Stork. Also seid ihr sowas wie Schulbegleiter, kann ich mir vorstellen, oder? Aber ich denke, jetzt habe ich es wieder übertrieben. Ich ahne schon der Ärger. Das ist sehr wichtig, denn bei Kindern mit autistischer Spektrumstörung beeinflussen die äußeren Bedingungen auch das Lernen und die Konzentration. Dieser Satz ist falsch, es muss natürlich heißen. Das ist sehr wichtig, denn bei autistischen Kindern beeinflussen die äußeren Bedingungen auch das Lernen und die Konzentration. Wäre die Lehrerin alleine mit den 7 Kindern, wäre sie nur damit beschäftigt, auf die Kinder einzugehen. Nach dem Unterricht steht das Mittagessen an. Das wird geliefert und die FSJler sind für die Verteilung zuständig. Die Kinder werden auch nachmittags betreut. Wir spielen mit ihnen, gehen an die frische Luft und machen Ausflüge, erklärt Lea Stock. Die Arbeit macht mir echt Spaß. Wir haben unsere festen Aufgaben und trotzdem ist die Arbeit sehr abwechslungsreich. Wir wissen nie genau, was auf uns zukommt und wie die Kinder drauf sind. Ich kann mich hier echt einbringen und kann sagen, ich bin Teil des Nautilus-Teams, fügte sie hinzu. Ich habe nie das Gefühl, dass ich nur jemand zuarbeite oder assistiere. Ich habe meine Aufgaben, die wichtig sind. Und das ist ein schönes Gefühl. Ja. Das ist immer was Schönes, wenn man die Aufgaben bekommt, die halt einen bereichern, ne? Weiter geht's. Schule und was dann? Ich empfehle jedem Schulabgänger, sich für ein FSJ zu bewerben, sagt Lea Stork. Ich habe Einblicke in ganz unterschiedliche Berufsfelder, vom Erzieher bis zur Heilpädagogin bekommen und konnte so meinen Entschluss, Sonderpädagogik zu studieren, festigen. Außerdem habe ich mich persönlich sehr weiterentwickelt. Man kann also nichts verlieren. Und das hört man auch nicht. Was soll ich dazu sagen? Es ist ein schöner Artikel, wie ich finde. Und es wäre doch viel schöner gewesen, wenn man statt Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen stattdessen autistische Kinder halt schreiben könnte. Weil dann gäbe es halt nichts zu meckern. Was meint ihr zu dem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, Meinung etc. pp. Als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns morgen mit einem weiteren Video wieder. Und ich würde sagen, ciao Leute!